Da, da war er. Da ist er. Vorsicht. Oh. Scheiße, nein. Ich glaube, wir verlieren. Ich will nicht verlieren, ich will gewinnen. Ich glaube, es sind zwei Stück. Schön. Wir sind verdammt schnell. Leck mich am Arsch. Das sind Velociraptoren, das erwartest du. Also zur Not halte ich mich, weil wenn du stirbst, ist nicht schlimm. Wenn ich sterbe, ist halt vorbei. Ha, einer. Du hast Level gestiegen, du bist geheilt. Ja, ich bin geheilt. Ist das schön. Das schau mal, komm, das schau mal. Los. Ich lass dich mal jetzt ein bisschen vor hier. Okay, komm, hau ihn. Oh. Wenn er da wackelt, dann schon irgendwie ein bisschen durch die Gegend gehen, weil... Nein! Oh! Oh, und ich hab was ihn getroffen. Für Nerv töten, ich hab ihn getroffen. Viel... Los, hau ihn. Oh, okay. Ja, der ist ein bisschen lahmarschig, der Köter hier. Ich weiß, ich weiß. Warum greifst du nicht so an, wie ich... Ja, gib mal. Und mach sie fertig. Ich hoffe der Hund ist mehr als für meinen Geschmack ein bisschen zu langsam. Storm. Ja, das gibt sich, wenn du laufen kannst, dann geht das schon. Das ist nicht weit, da müssen nur ein kleines Stück latschen. Dann kriegst du den... die Möglichkeit. So, komm, den schaffen wir. Genau, halt ihn fest! Ah! So, 10, okay. Soll ich mich heilen oder nicht? Einmal kann ich ja noch... Halt, am besten. Nee, der macht ja mal 8 Schaden, so. Zwei haben ja, das geschafft. Was. Nein, das ist noch mehr. Okay, acht. Aber er macht immer so 8-9 Schaden, also sollte ich eigentlich überleben, wenn er mich noch einmal haut. Du Bastard! Ha, hab dich. Und nochmal. Und nochmal. Scheiße. Immer nur in unaufgeladenen Schlägen. Na. Yeah. Neben geschlagen in dir. Nein. So. Hau ihn. Okay, geil. Wir schaffen das. Komm. Wir sind die Besten. Ich schnipp, ja. Nein, ich bin tot. Ah, verdammt. Wieso macht er jetzt auf einmal 12 Schaden? Okay, aber haben... ich rette dich. So nett bin ich. Wir haben die ganze Zeit 8 oder 9 Schaden gemacht. Einmal macht er 12. Ich hab dir gesagt, du sollst heilen, aber nein. Nein, ich wollte nicht. War... Bist du okay, Kind? Was? Du hast ganz schön was abbekommen da draußen. Ach, stimmt. Ah, ich und mein Englisch. Boah, was ist passiert? Die Raptoren haben dich angegriffen. Sie sind ziemlich schlau. Glaube ich. Mhm. Sind trickreich, oder trickreich ist ein hinterlistiges Pack, keine Ahnung, sowas. Ja, dank diesem wilden Tier wurdest du gerettet. Ja, ich bin ein wildes Tier. Das ist kein wildes Tier, das ist mein Hund. Er ist nur nicht er selbst im Moment, mehr oder weniger. Genau. Also, ja, ihr beide seid jetzt in einem freundlich gesinnten Dorf. Ihr seid beide sicher in einem Dorf, genau, und willst du dein Spiel speichern? Das machen wir mal. Ja, wir haben jetzt den Bonusgegenstand nicht bekommen. Fühl dich, nimm ruhig Items von was? Gods? Ja, Gods, weiß ich jetzt auch nicht. Von den Leuten. Ja, kannst du ruhig ein paar Items holen. Und, wir wissen, dass du zurück... Favor? Gefallen, also dass du uns das, dass du schon uns wieder mal einen Gefallen tun wirst dafür, dass du es das ja sagen wirst. Und du brauchst definitiv unsere Hilfe. Ja, das ist ein bisschen schlecht gerade, wenn ich kann kein Englisch, beziehungsweise habe es nie gelernt. Es ist aber egal, man lernt. So, hier kann man pennen. Mhm. Nee, Quatsch, kann man nicht. Okay, egal. Alter, ich will schon viel mehr leben als du für den Anfang. Ja, ja, du wirst immer schneller steigen. So, hier. Was zum Teufel war das denn? Keine Ahnung. Hallo? Schalt mich mal kurz aus. So, jetzt geh mal raus. Vielleicht kommst du dann raus. Ja, okay. Oh. Komm mal hier rein. So. Erstmal ist... Oh, meine Güte. Das war ja ganz schöner Kampf gerade, in den ihr am Dschungel gehabt habt. Ah, du solltest ein bisschen vorsichtiger sein, danke. Tschüss. Mann, geh weg, du blöde Tusse. Mann, ich will das Ding aufmachen! Geh weg. Ich kann ja keine öffnen, wie ich sehe. Nein. Du bist ein Hund. Oh, ich hab was gefunden. Ah, ne, er findet ja, das. Die Tussi muss weg. Ich kann das Ding nicht aufmachen, ohne sie anzusprechen. Hau ab da! Du Huren. Sie redet mit dem Hund. Ja, du kannst auch mit dem Hund manchmal kriegst du andere Antworten als mit dem Typen. So, jetzt ging's. 3 Teile Wasser. Okay, finde ich was? Nö. Ich bin unnütz. Oh, doch, ich finde was. Weißt du, relativ häufig was gibt.
Wurzel wahrscheinlich? Ja. So, hier mein kleiner Junge. Magst du meine Pflege? Sie heißt Bass und sie kann dich stechen. Stich! Ich hoffe, du bist ein nettes Biest. Wenn nicht, was? Bis. If not, you'll have to face the power of fire eyes. Musst du dich den Feueraugen, der Kraft der Feueraugen stellen, nein, whatever. Die Kraft von Feuerauge, sagen wir es so. Das ist ein Name. Okay. Der Kraft von Feuerauge. Ich würde mal spontan sagen, das ist irgend so ein ganz spezieller Typ hier in dem Scheißkaff. Mhm. Du bist keiner von uns, aber auch keine Viper. Viper, okay. Naja, du bist irgendwie wie Feuerauge. Okay. Mein Bruder. Starkes Herz. Ah, Strongheart, okay. In einem anderen hieß er Schlauer Bär. Also in der deutschen Version. Hat mir erzählt, als er so losgehen wollte und für den nach dem großen Käfer im Käfer in der Käfersteppe gucken wollte. Er meinte, dort gibt es seltene Alchemie-Zutaten, die dort versteckt sind in dem großen Skelett des Käfers. So, ja, genau. Und er sucht die Gegend öfter nach Zutaten ab. Und wenn er zurückkommt, dann gibt er mir ein paar von denen ab. Naja, und ich verkaufe, was er bringt. Bla, so. Das sieht so süß aus, wie der schnüffelt. Ich find's cool, dass wie er so seinem Körper so wackelt dann. Mhm. So, aber wir haben hier alles, ne? Schön gemacht, muss ich sagen. Mhm, mal sehen, ob wir jetzt hier rausgehen können. Was denn, bist du schon wieder gerade der Was bin ich? Der Hauptcharakter irgendwie. Was? Weil, stimmt. Mhm. Irgendwie. Stell ich mal außen wieder ein. Jetzt. Ja, jetzt bist du wieder. Das ist die Hütte von unserem Chef hier, also von unserem Anführer. Bitte zeige Feuerauge und deinen Respekt. Und dachte ich mir, dass das der Chef ist. Du quatschst ihn. Feuerauge, 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 yeah, Feuerauge, Feuerauge, yeah, yeah, yeah. Können wir... Was zum... Was? Oh, hi. Mein Name ist Elizabeth. Oh, hier ist Elizabeth. Alle hier nennen mich Fire Eyes. Feuerauge. Naja, ist die deutsche Besetzung. Oh, hi, mein Name ist Willi. Komisch, ne? Also, Willi, komm in meine Hütte. Wir werden reden. Reden, aha. Mhm. Interessant. Du hast mich schon lange nicht mehr geredet. Ich hörte, dass du einen Kampf im Dschungel hattest. Ist dieses wilde Biest, hat dieses wilde Biest dich gerettet? Ja, yeah, aber es ist kein wildes Biest, es ist einfach nur mein Hund. Und wie ist sein Name? Sein Name? Es ist, wie heißt er denn? Genau, wie heißt er? Nenn ihn Con. Willi und Connen. Nee, jetzt auch noch sowas Abgefucktes, so Bello. Na, nennen Karl oder so. Oder Heinz. Heinz finde ich gut. Heinz! Willi und genau. Heinz. Willi und Heinz finde ich eine sehr, sehr gute Kombination. Wir können ihn auch Oscar nennen. Damit können wir niemals, Oscar in Gedenken an Sui und, Heart of an Alien. Ja, so. Irgendwie ist es in dem Namensmenü, immer ein Soundbug. Ja, ja. Nee, wie gesagt, wollen wir ihn Heinz nennen oder Oscar? Wie du willst, du darfst dich entscheiden. Hab ich jetzt keinen Bock mehr zu ändern. Machen wir es so. Heinz! Heinz? Das ist originell. Und du bist nicht von hier, oder? Naja, ich weiß nicht ganz genau, was hier ist, um ehrlich zu sein. Du bist in Evermore. In meinem prähistorischen Dorf. Ich bin der Anführer. Du weißt nicht, wie ich zurück nach Podunk komme? Oder? Podunk? Hm. Interessant. Was? I might? Ich könnte... Vielleicht können wir etwas zusammen ausarbeiten. Zusammen, was auch immer. Self-use. Willst du dich ein bisschen nützlich machen? Ich... Das neue Dorf, Alchemist? Der neue Dorf Alchemist. Der Alchemistendorf? Der neue Dorf Alchemist. Ach, der neue Dorf Alchemist Strongheart.
ist in die Käferebene im Osten gegangen. Er sucht für alchemistische Ingredienzien. Zutaten. Ja, ich weiß, aber... That are planned in the, was die in dieser Ebene wachsen. Genau, wie die Sau, sozusagen. Yay! Wenn du ihm hilfst, zurück zum Dorf zu kommen, ich will ich dir helfen, oder ja, werde ich dir bei allem helfen. Naja gut, so wie Captain Life Meldrock immer sagt, der Mars braucht Holzfäller. Was? Ich bin bereit für alles. Bevor du gehst. Was? Möchte ich dir eine alchemistische Formel geben, die ich selbst entwickelt habe. Ich nenne sie Feuerblitz. Heißt im Deutschen. Feuerblitz? Heißt im Deutschen. Er ist ziemlich stark gegen Minen, gemeine Kreaturen oder was? Ja. Gemeine Gegner. Gemeine böse Kreaturen, genau. Yay! So, damit haben wir unseren ersten Zauberspruch, sozusagen. Bloß wir brauchen halt immer Zutaten für das Zeug. Zum Beispiel hier ein Wachs und ein Öl. So läuft das hier. Mhm. Verstehst du? Deswegen finden wir auch die ganze Zeit so einen komischen Kram. Du kannst die Formel wann immer du willst benutzen, solange du einmal Wachs und zwei Öl hast. Richtig, richtig. Du wählst den Zauber aus und lässt ihn lässt ihn fliegen. Genau. Let it fly. Je mehr du ihn benutzt, desto stärker wird er. Richtig. Cool, danke. Na? Ja, jetzt hau mal ab, du dumme Tusse. Okay, machen wir einen kurzen Schnitt? Pause? Kurz? Können wir machen. Bis gleich. Tschüss, Leute. So, wir sind wieder zurück. Meine liebe Kollegin hier hat schon sich erstmal etwas gestärkt mit Essen. Das ist ja, jetzt bin ich extrem schläfrig. Mhm. Aber ich habe noch Asche gefunden hier. Der neue Alchemist Strongheart ist irgendwie weg aus seiner Dschungel. Irgendwie vertraue ich diesem neuen Alchemisten nicht. Nee, der ist schon in Ordnung. Keine Sorge. Ja? Ich bin von Natur aus misstrauisch. Wir haben Heilung, Clay und Water. Die hat Obst auf dem Kopf. Ich will's essen. Du bist nicht eine von diesen unheimlichen Kreaturen vom Vulkan, oder? Und was war's bei mir? Die Vipers und andere Dschungelbiester trauen sich nicht in unser Dorf. Feuerauge beschützt uns vor ihnen. Das Mädchen ist auch sehr merkwürdig. Nein. So, hier geht's links, gibt's irgendwie was. Warte mal, wie war das? Da muss man irgendwie durch können. Irgendwo kommt man durch. Oh, ich hab was. Oh, ich hab's gefunden. Ja. Hab's gefunden. So, und irgendwie kann man da... Oder war das woanders? Ich hab's auch schon ewig nicht mehr gespielt. Also ich kenne das Spiel eigentlich schon ziemlich gut, aber es ist halt schon eine ganze Weile her und... Ich bin total lahmarschig. Ich laufe einfach weg vor dir. Ich will sowieso wohin, von der Seite aus. Das ist nicht schlimm, da kommst du dann automatisch wieder rein. Ha, wie ich einfach richtig lag. So, gucken wir jetzt mal hier rein. Mhm. So, bam, bam. Bam, und was hast du zu sagen? Hallo Reisender, ich bin die Quelle der Güter aus diesem Dorf und der kann so einkaufen. So, das ist die billige Heilung. Mhm. Das ist Essenz. Das ist, glaube ich, hier zum Heilen von irgendwie Statusänderungen. Das ist Stockbiscuit, mit dem kann ich dich wiederbeleben. Oh. Andere Heilung gibt's für dich nicht. Aber davon habe ich schon einen, sehe ich gerade. Und das ist Pixie Dust. Wenn ich das nehme, dann werde ich wiederbelebt, wenn ich sterbe. Aber es wäre genau eine Kralle teurer als das, was ich habe. Und deswegen gehen wir wieder. Tschüss. Wir haben schon Krallen gefunden. Ja. Gibt es hier unterschiedliche Währungen im Spiel? Ja. Schön, dass du es direkt schon weißt. So. Hallo, na? Feuerauge hat uns beigebracht, alles, was wir wissen. Ich habe gelernt, einen Korb? Ja, genau. Also hier, ne? Genau, wisst ihr Bescheid. So. Dachte ich mal schon, dass es unterschiedliche Währungen gibt. Ich habe Wurzeln gefunden, ich habe Wasser gefunden. Und ja, wieso, warum? Erzähl. Weil der Hund hatte verschiedene Formen, also werden wir auch in verschiedene Welten wahrscheinlich kommen. Und in den verschiedenen Welten kann man natürlich nicht mit Krallen bezahlen, ne? Mhm. Ja, das klingt jetzt...